Mein Name ist Klaus Fischer, bin am Fachbereich Wirtschaft, Ingenieurwesen und Technologiemanagement hier an der WBH seit 2 Jahren tätig. Und das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Es war auch der Grund oder einer der Gründe, warum ich an die WBH gekommen bin, weil mir dort die Möglichkeit eröffnet hat, eigene Nachhaltigkeitsstudiengänge entwickeln zu können. Und mit denen sind wir jetzt auch Anfang dieses Jahres gestartet. Und das macht natürlich dann als Professor ganz besonders Spaß, wenn man auch die eigenen Themen und die eigenen Schwerpunkte entsprechend unterbringen darf. Nochmal ganz herzlich willkommen an Sie hier in der Hilbertstraße vor Ort, sehr schön. Und auch an die, ich habe vorhin mal gespitzt, ich glaube 25, 26 Teilnehmer online, das ist sehr schön. Für uns ja auch ein neues Format, das Ganze hier heute hybrid zu machen. Anna Elsen hat schon erwähnt, das sieht man jetzt von Ihnen zu Hause wahrscheinlich nicht, aber hier stehen die Kameras, da steckt immer einiges an technischem Equipment mit hinten dran. Ja, jetzt hoffen wir noch, dass der Vortrag starten kann, wunderbar. Was habe ich Ihnen heute mitgebracht? Der Titel meines Vortrags, so ein bisschen provokant formuliert, ja, Bildung für nachhaltige Entwicklung, jetzt noch mit Vollgas in der Decade of Action zu der Umsetzung der Agenda 2030. Ich werde noch mal ganz von vorne anfangen, wenn wir gleich auf das Thema Nachhaltigkeit schauen und zum einen erläutern, um was es dabei überhaupt geht. Ich werde auch noch genauer darauf eingehen, was die Agenda 2030 ist. Sollten einige von Ihnen mit dem Begriff erstmal nichts anfangen können. Und natürlich werde ich auch auflösen, was man unter der Decade of Action, also diesem Jahrzehnt der Aktion, des Aktivismus, ich möchte nicht sagen Aktionismus an der Stelle, verbinden möchte. Meine Agenda dementsprechend zunächst mal ein Blick back to the roots, ja, Nachhaltigkeit von Karlowitz oder von Karlowitz muss man dazu sagen, zum modernen Nachhaltigkeitsdiskurs. Bitte mir die Folie noch ein bisschen lassen. Jawohl, dann schauen wir uns genauer an, was versteht man jetzt unter dem Themenfeld und dem Themenkomplex Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir werden dort auch sehen, dass sich dahinter gerade aus dem Blickwinkel einer Bildungsinstitution und einer Hochschule mehr verbirgt als in Anführungszeichen nur Bildung, sondern da hängt ein sogenannter gesamtinstitutioneller Ansatz dahinter, der also dort wesentlich mehrere Felder umfasst. Und dann habe ich ein bisschen was mitgebracht aus dem eigenen oder aus eigenen Beispielen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung in Themenfeldern Gamification, also wie kann man spielerisch Nachhaltigkeitsinhalte vermitteln, dann Entrepreneurship, wie kann man so das Unternehmertum etwas wecken und damit auch Nachhaltigkeitsinhalte vermitteln und schließlich aus dem Themenfeld Sustainability Literacy, also mit Nachhaltigkeitsinhalten umgehen lernen, den Nachhaltigkeitsdiskurs entsprechend verfolgen und ja, sich dort auch beteiligen. Ich freue mich auf den Vortrag. Wenn Sie Fragen haben, sowohl im Publikum als auch virtuell, darf ich Sie bitten, dass wir das vielleicht im Anschluss machen, außer es ist etwas ganz Dringendes, dann gerne einfach die Hand heben. Ob ich die virtuelle Hand sehen kann, kann ich nicht versprechen. Dann bitte ich einfach nochmal um eine Rückkopplung hier von Seiten der Technik, dass es entsprechend funktioniert. Ja, ich hatte schon angekündigt, wir starten ganz zu Beginn, nämlich bei der Wortschöpfung oder bei der ersten Nennung des Begriffes Nachhaltigkeit im Jahre 1713. Einige von Ihnen werden Hans Karl von Karlowitz kennen, ein sächsischer Oberberghauptmann, so war die Bezeichnung damals, der sich Gedanken dazu gemacht hat, wie man Holz als Zentralressource und damit auch den Wald dauerhaft nutzen kann. Und er hat dort in seiner Silvicultura Economica geschrieben, es geht ihm um die kontinuierliche, beständige und nachhaltende Nutzung des Waldes, des Holzes. Da ist also zum ersten Mal dieser Begriff der Nachhaltigkeit entstanden. Zu den 300-Jahres-Feiern, das war ja vor ein paar Jahren, ne, 2013 dann, hat der Freistaat Sachsen da auch entsprechend ein Motto dazu verfasst und also betont, dass die Nachhaltigkeit in Sachsen erfunden wurde. Kernaussage von Karlowitz war also relativ einfach, auch sehr gut nachvollziehbar. Man soll einen Wald, man soll eine Ressource, von der man dauerhaft leben und auch ökonomisch profitieren möchte, nur in dem Maße nutzen, in dem sie wieder nachwachsen kann, was dann auch ein gewisses Verständnis für die sogenannten Ressourcenquellen und die Regeneration, die Ressourcen mit sich bringt. Das ist jetzt 300 Jahre alt, ist auch ein relativ einfaches Beispiel. Ja, jeder kann sich da auch als Nicht-Forstfrau oder Forstmann einen Reim drauf machen, wie man mit den Ressourcenquellen, wie man mit dem Wald umzugehen hat. Aus heutiger Sicht hat der Wald natürlich noch ganz andere Funktionen. Denken Sie an das Thema Klimaschutz.
Denken Sie an das Thema Biodiversität, denken Sie an die Erholungsfunktion. Man spricht also mittlerweile auch von sogenannten Ökosystemdienstleistungen, die sehr schwer auch zu bewerten sind. Das Tolle bei Karlowitz war, dass er schon ein sehr modernes Nachhaltigkeitsverständnis an den Tag gelegt hat. Also zum einen, und das fand ich schon immer faszinierend, er hat ökonomisch argumentiert. Also er hat nicht, wie man das ja leider in dem Diskurs des Öfteren verfolgt, gesagt, naja, Nachhaltigkeit ist etwas, da denken wir dann dran, wenn es uns gut geht, da denken wir dann dran, wenn ökonomisch alles in Ordnung ist, sondern er hat eben diese dauerhafte Bewirtschaftung der Ressource Holz als ökonomisches Prinzip in den Vordergrund gerückt und, das finde ich besonders bemerkenswert, auch die soziale Nachhaltigkeit, die sogenannte Generationengerechtigkeit schon formuliert, 1713. Indem er geschrieben hat, es geht ihm um die Beförderung des allgemeinen Bestens, heute würde man sagen der Wohlfahrt, es geht ihm um die Bedürfnisbefriedigung der Menschen auf dieser Erde und die Vorsorge gegenüber der lieben Posterität zur Erhaltung ihrer Nahrung. Ja, Posterität, ich weiß nicht, ob sich jemand denken kann, was sich dahinter verbirgt, es geht also um die Nachkommenschaft, es geht um das, was wir heute als zukünftige Generationen bezeichnen. Und da hat er eben, das werden wir später noch sehen, das moderne Nachhaltigkeitsverständnis, dass nachhaltige Entwicklung eben eine Entwicklung ist, die die Bedürfnisse der Menschen heute im Blick hat und zwar auf dem gesamten Globus und auch in Zukunft im Blick hat, eigentlich schon vorweggenommen. Einfache Regel, vor 300 Jahren formuliert, oftmals übertragen, auch in andere Felder, Sustainable Yield zum Beispiel, denken Sie an die Fischereiabkommen etc. Aber dennoch müssen wir feststellen, wenn wir auf unsere Ressourcen schauen, seien das jetzt materielle Ressourcen, seien das aber auch Humanressourcen, dass ein nachhaltiger Umgang damit alles andere als selbstverständlich ist. Und auch bei so einer einfachen Sache, in Anführungszeichen, wie dem Wald, wenn wir auf den Amazonas blicken oder wenn wir uns mal anschauen, was die Monokulturen in den letzten Jahren durchgemacht haben in Deutschland, wie die ausschauen, wenn man zum Beispiel in den Harz blickt, dann sieht man, wir sind also von diesem Prinzip der Nachhaltigkeit, wie es Karlowitz formuliert hat, noch sehr weit entfernt. Sie können jetzt leider hier meine Überschriften nicht sehen. Vielleicht kann man das ein bisschen verschieben. Ansonsten wundern Sie sich einfach nicht, dass die Folien ohne Überschriften sind, ist nicht so wichtig. Also, was da steht ist, seit Karlowitz ist sehr viel passiert, ja? Seit den 300 Jahren. Der moderne Nachhaltigkeitsdiskurs hat aber tatsächlich erst wieder Anfang der 70er angefangen. Limits to Growth, Grenzen des Wachstums, kennen Sie vielleicht. Ist jetzt 50 Jahre alt. Und das ist eine Studie, die hat zwar nicht mit allen Prognosen 1:1 richtig gelegen, aber die hatte die Kernerkenntnis, dass es ein Problem gibt, auf einem mit absoluten Knappheiten ausgestatteten Planeten ein dauerhaft exponentielles Wachstum zu haben. Ja? Und dann ging es weiter in den 80er Jahren. Ich will jetzt gar nicht alle einzelnen Punkte durchgehen. Was Sie vielleicht kennen, ist diese Definition der Brundtland-Kommission, die ich gerade schon erwähnt hatte, sehr ähnlich zur Idee, die Karlowitz hatte, also diese Generationengerechtigkeit. Dann 1992 der sogenannte Rio-Gipfel, wo sich zum ersten Mal die Weltgemeinschaft aufgemacht hat und gesagt hat, wir wollen gemeinsam an einer verbesserten und an einer nachhaltigen Entwicklung auf dieser Erde arbeiten. 1992 muss man sich das weltpolitische Geschehen so ein bisschen im Auge halten. Das war also nach dem Kalten Krieg. Da hat man noch auf eine sogenannte Friedensdividende gehofft. Und da war eine große Aufbruchstimmung, auch global. Leider kann man 30 Jahre davon später natürlich nicht mehr sprechen. 1997 dann Verabschiedung Kyoto-Protokoll zum Klimaschutz. Und so geht das weiter. Worauf ich hinaus möchte, ist zum einen die lange Pause, die wir hatten zwischen Karlowitz und zwischen dem modernen Nachhaltigkeitsdiskurs, obwohl die Prinzipien klar sind. Und dann eben wollte ich hier noch auf das aktuelle Nachhaltigkeitsverständnis und die aktuellen Nachhaltigkeitsziele hinleiten, nämlich die bekannte und berühmte Agenda 2030 mit den 17 Sustainable Development Goals, die ich auch gleich nochmal auf einer Folie separat habe. Hier unten verbirgt sich dann auch die sogenannte Decade of Action, also Antonio Guterres hat festgestellt, 5 Jahre nachdem die Agenda 2030 formuliert und verabschiedet wurde, wenn wir diese Ziele erreichen möchten bis 2030, dann müssen wir jetzt Gas geben. Ja? Wir brauchen jetzt diese Decade of Action. Es ist eigentlich unstrittig bei verschiedenen Experten, dass viele dieser Ziele nicht bis 2030 zu erreichen sind. Sei es im Klimaschutz, sei es gerade, wenn wir aktuell uns die Entwicklungen anschauen, im Bereich der Armuts- und Hungerbekämpfung, da gab es gerade seit der Corona-Pandemie eher wieder eine Verschlechterung.
Aber trotzdem, und das zeigt diese Folie auch, sind ja nicht die ersten globalen Ziele, die wir haben. Ja, das ist jetzt eigentlich die dritte oder sogar die vierte Weltagenda. Und nach 2030 wird es weitergehen. Die Frage ist natürlich, oder klar ist auch, dass wir uns nicht beliebig Zeit lassen dürfen, gerade wenn wir an Entwicklungen wie den Klimawandel denken. Also hier haben wir unsere SDGs, die Sustainable Development Goals. Vielleicht mal Hand hoch. Wer von Ihnen hat die schon mal gesehen irgendwo? Ja, alle. Wunderbar. Das ist sehr schön. War vor ein paar Jahren nicht unbedingt so. Ich sage dazu immer, das ist der Adventskalender der Nachhaltigkeit. Man hat 17 Türchen und das sieht sehr schön aus. Aber auch beim Adventskalender müssen Sie ganz genau reinschauen und das Türchen öffnen und gucken, was dahinter steht. Ja, Sie haben hier natürlich Ziele, die sehr stark im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit angesiedelt sind, von Armutsbekämpfung, Hungerbekämpfung, Gesundheit bis hin zu Bildung und Gendergerechtigkeit. Hier verbirgt sich also explizit auch das Ziel der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und dann kommen Ziele, die sich so auf den Bereich Technologie und Umwelt beziehen. Und was man immer im Hinterkopf haben muss, ist, dass sich eben hinter diesen 17 Nachhaltigkeitszielen nochmal 169 sehr ausführlich definierte Unterziele verbergen, dass es ein Indikatorenset gibt, dass diese Ziele also auch tatsächlich gemessen werden in ihrer Verfolgung und dass einmal im Jahr auch vor der UN-Generalvollversammlung dazu eine Berichterstattung stattfindet. Ja, also es ist eigentlich für das, dass es die Ziele einer Weltgemeinschaft sind, ein ganz gutes Governance-System oder ein Controlling-System, was da dahinter installiert ist, wenngleich natürlich die Umsetzung dennoch sehr schwierig vorankommt. Das Schöne bei diesen Zielen ist auch, dass sie nicht nur Globalwirkung entfalten, sondern dass sie sich eben auch so als Richtschnur herausgestellt haben für nationale Nachhaltigkeitsstrategien, für kommunale, für landesbezogene Nachhaltigkeitsstrategien. Da also gerne mal gucken. Wir hatten ja vor 2 Wochen, glaube ich, erst den Nachhaltigkeitstag in Hessen. Dort werden Sie diese Ziele in ähnlicher Form finden, bis hin zur kommunalen und zur Unternehmensebene. Die Frage ist aber, und jetzt ist gut, dass man die Überschrift ein bisschen sieht zumindest, es ist eigentlich alles bekannt. Die Frage ist, was haben wir denn jetzt davon verstanden? Und da sind wir dann wieder beim Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung angelangt. Es gibt einige Entwicklungen, die können wir nicht leugnen, vor denen können wir die Augen nicht verschließen. Das ist zum Beispiel die Erkenntnis, das Konzept der Tipping Points aus der Klimaforschung. Das sagt im Endeffekt voraus, dass man, wenn ein System an bestimmten Stellen überstrapaziert ist, auf einmal sich selbst beschleunigende Prozesse, die dann auch nicht mehr linear verlaufen, erreicht. Beim Klimasystem ist das zum Beispiel das Schmelzen des Permafrostbodens und der Freisetzung von Methan. Methan ein sehr viel potenteres Treibhausgas als CO2, das heißt, dort kann so ein Tipping Point erreicht werden und dann kippt das Klimasystem. Und wenn wir uns mal anschauen, was in Sibirien auch in diesem Sommer los war und wenn wir uns anschauen, was an den Polen los ist, dann sieht man, dass das also Erkenntnisse sind, die von sehr hoher Relevanz sind. Auch die Planetary Boundaries generell, die Grenzen unseres Planeten mit unterschiedlichen Dimensionen, die hinterlegt sind. Also die Erkenntnis ist da. Die Frage ist nur, wie kann man es jetzt schaffen, tatsächlich Entscheidungsträger, auch zukünftige Entscheidungsträger, diesbezüglich zu bilden und sie dann auch dazu zu befähigen, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Im Endeffekt geht es nämlich darum, und das finde ich an dieser Überschrift toll, Rockström et al., dieses Forscherteam hat die Planetary Boundaries ausgearbeitet, dass wir hier auf der Erde ein Safe Operating Space for Humanity schaffen. Ja, also es geht darum, dass wir menschliches Leben auf der Erde dauerhaft bewahren und auch in einem guten Entwicklungszustand überführen. Also, was wurde handlungswirksam? Ich habe schon erwähnt, möchte ich nur ganz kurz darauf eingehen. Ja? Limits to Growth vor 50 Jahren. Lesen Sie zum Beispiel mal sehr schön die Passage zum sogenannten Technological Optimism bezüglich der Möglichkeit, dass die Kernenergie uns vor dem Klimawandel rettet. Ist herrlich, hätte ich dem Herrn Lindner auch gerne mal empfohlen, was da vor 50 Jahren schon drin stand dazu. Ja? Earth Overshoot Day hat sich auch, Sie sehen 71, ist auch gut 50 Jahre her, immer weiter nach vorne verschoben. Earth Overshoot Day sagt im Endeffekt an, als aggregierte Größe, ab welchem Tag des Jahres wir über unsere Verhältnisse leben und wirtschaften. Und da hatte man in den 70er Jahren irgendwann im Dezember angefangen. Dieses Jahr waren wir so im August und in Deutschland waren wir schon Anfang Mai. Ja, die Tendenz geht leider immer weiter nach vorne. Also wir sind nicht auf einem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Der Auftrag an uns, der Auftrag an Bildungsinstitutionen, an Hochschulen ist jetzt eben, entsprechendes Wissen und entsprechende Kompetenzen
zu vermitteln. Und man unterscheidet dort verschiedene Wissensarten, auch verschiedene Kompetenzarten. Das eine ist das Zielwissen. Ja, wo wollen wir denn hin? Da sind wir eigentlich relativ weit. Auch wenn wir die Forschung anschauen, IPCC mit den jährlichen oder mit den regelmäßigen Berichten, ist es eigentlich relativ klar, wo die Zielgrößen wären für eine nachhaltigere Entwicklung. Oder umgekehrt ist es zumindest klar, wo die Zielgrößen nicht sind für eine nicht nachhaltige Entwicklung. Und daran könnten wir unser Handeln entsprechend ausrichten. Spannender oder noch relevanter ist daher die Frage Systemwissen. Also warum wird es getan, warum wird es nicht getan? Da braucht man dann auch im Endeffekt eine interdisziplinäre Brille darauf, die sowohl psychologische Aspekte mit umfasst, Aspekte aus der Politikwissenschaft umfasst und natürlich auch nochmal im technischen Bereich, um zu verstehen, welche Lösungen denn relevant wären, beziehungsweise auch zu verstehen, welche Barrieren es gibt, welche Pfadabhängigkeiten es zum Beispiel gibt. Und das Ganze dann schließlich verbunden mit einem Transformationswissen, also wie kommen wir von einem Zustand von weniger Nachhaltigkeit hin zu einem Zustand, der eher an eine nachhaltige Entwicklung heranreicht. Und diese Wissensarten gilt es eben entsprechend auch im Bildungssystem, nicht nur an Hochschulen, das beginnt im Endeffekt schon in der Kita und in den Schulen, zu vermitteln. Auftrag an uns, Auftrag an die Bildungsinstitutionen, daher Bildung für nachhaltige Entwicklung, was ja auch der Themenabend heute nochmal deutlich macht. Und auch hier nur eine ganz kurze Reise. Schon 1992 wurde zum ersten Mal festgeschrieben auf UN-Ebene, wie wichtig Bildung ist, dass Bildung also wirklich das zentrale Vehikel ist für eine nachhaltige Entwicklung. Es folgten dann unterschiedliche UN-Aktionsprogramme und Weltdekaden. Der eine oder die andere von Ihnen haben das vielleicht auch schon mal gehört zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Education for Sustainable Development. Was man allerdings feststellen muss, ist, dass dennoch eigentlich über alle Bildungsfelder hinweg das Thema Nachhaltigkeit auch als Querschnittsthemenfeld viel zu wenig Verankerung findet. Das sehen wir, wenn wir in die einschlägigen Curricula schauen, bei Studiengängen, in denen man natürlich, ich komme später auch noch dazu, wie wir es an der WBH handhaben, Nachhaltigkeit sehr viel querschnittlicher integrieren müsste. Das sieht man, wenn man auf den Fächerkanon schaut, im klassischen Schulwesen, in dem eigentlich Nachhaltigkeitskompetenz sehr wenig vermittelt wird. Und das sieht man auch, wie beispielsweise im Kindergarten die Grundlagen gelegt werden oder eben nicht gelegt werden in diesem Themenfeld. Also ein ganz dickes Brett, wie man so sagt. Es sind unterschiedliche Akteure und Institutionen beteiligt. Und weil wir ja von der Decade of Action sprechen, wir sind tatsächlich auch im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung formell in der Decade of Action 2021, dass es jetzt hier nicht 2020 ist und digital und nicht live, war Corona-bedingt. Ja, 2021 gab es wieder einen neuen Startschuss, sage ich mal. Bildung für nachhaltige Entwicklung 2030, Learn for our Planet, Act for Sustainability. Eine wichtige Konferenz, ein wichtiger Startschuss, der eigentlich relativ wenig wahrgenommen wurde. Ja? Umso weniger oder umso erstaunlicher eigentlich, weil das Ganze von der Bundesregierung, vom BMBF mitveranstaltet wurde. Da gab es dann im Anschluss auch die sogenannte Berliner Erklärung. Aber ich denke mal, die wenigsten von Ihnen, vielleicht mal kurz Hand hoch, wer hat schon mal davon gehört, Berlin Declaration für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ja, also es sagt einem eher weniger etwas. Und das, obwohl hier nochmal in einem umfassenden Programm auf UN-Ebene festgelegt wurde, wie denn Bildung für nachhaltige Entwicklung in dieser Dekade auch gestaltet werden soll. Also gerne mal reinschauen unter unesco.de. Dort findet man diese Materialien auch nochmal auf Deutsch. Was gehört da nun dazu zur Bildung für nachhaltige Entwicklung? Ich habe es mal versucht, in einer Abbildung zusammenzufassen. Zielstellung, klar, es geht um die Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele. Das ist also auch zum ersten Mal, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung in dieser Welt, in diesem Weltprogramm explizit an den 17 SDGs angedockt ist. Und dann sehr interessant, es geht um individuelle Transformation, gesellschaftliche Transformation und technischen Fortschritt. Also über alle Ebenen hinweg und explizit unter Einbezug der Technologie als ja, Lösungsbereitsteller mit unterschiedlichen Prioritätsfeldern, angefangen von der Politik bis hin zu lokalen Aktivitäten. Kompetenz der Lehrenden stärken, auch ein wichtiger Punkt, bekomme ich auch immer wieder mit, wenn ich in Diskussionsrunden bin zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, kommt relativ schnell der Punkt, dass man sagt, naja, aber eigentlich müssten ja erstmal die Lehrenden mehr Nachhaltigkeit kennen und wissen,
bis sie das dann tatsächlich auch an ihre Schüler, an ihre Studierenden übertragen. Und dann die klassischen Zielgruppen über verschiedene Sektoren hinweg, also Politik, Bildungsinstitutionen, Lehrern, aber auch Eltern, Jugendliche und Communities, also sehr breit gefasst an dieser Stelle. Kommen wir jetzt von dem großen Themenfeld, von dem großen Programm Bildung für nachhaltige Entwicklung nochmal etwas genauer auf die Bildungsinstitutionen im Einzelnen, auf die Hochschulen. Und da ist der sogenannte Whole Institution Approach, der sich hier unter diesem Fältchen verbirgt, ja, vielleicht können Sie das erahnen als Überschrift, der gesamtinstitutionelle Ansatz, eigentlich das, was so in der Nachhaltigkeitsforschung oder in dem Themenfeld Bildung für nachhaltige Entwicklung als maßgeblich angesehen wird. Also es geht nicht, in Anführungszeichen, nur um Bildung, nicht nur um die Vermittlung von Inhalten, sondern es geht um eine gesamtinstitutionelle Transformation, so heißt das dann, von Hochschulen und Bildungseinrichtungen. In den Bereichen Lehre, ja klar, da ist die Bildung direkt erkennbar, aber auch in der Forschung, im Betrieb, Campusmanagement beispielsweise, in der Governance, also welche Leitbilder, welche Steuerungssysteme hat man an Hochschulen, auch um beispielsweise Orte zu schaffen, in denen Demokratieverständnis gestärkt wird, und dann im sogenannten Outreach, also dem Transfer und Netzwerken, das, was eben von einer Hochschule nach außen transportiert wird, auch über die klassische Lehre hinaus. Ich habe Ihnen hier noch eine Abbildung mitgebracht von den Kollegen Kriechu und Ipina, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wo Sie einfach mal sehen, wie komplex man diesen Whole Institution Approach aufdröseln kann. Also Sie sollen die jetzt nicht lesen und verstehen können, schon gar nicht, wenn die Präsentation weg ist, sondern das einfach nur zeigen, da gibt es schon seit längerer Zeit Forschung dazu und auch das ist eben ein sehr breites Themenfeld. Wo wollen wir hin? Vermittlung von Gestaltungskompetenz ist ein Thema, das hier immer wieder angesprochen wird. Also es geht darum, Fähigkeiten, Kompetenzen und Wissen in alle Nachhaltigkeitsdimensionen, also wirtschaftlich, ökologisch und sozial, so zu verändern, dass wir nicht nur auf Problemstellungen, auf zukunftsgerichtete Problemstellungen reagieren können, sondern auch proaktiv diese angehen können. Und da ist die Definition oder das Konzept der Gestaltungskompetenz von de Haan eigentlich eine Referenz, die sehr oft genannt wird. Also Bildungsinstitutionen sollen zu Change Agents werden, sie sollen zu Multiplikatoren werden für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Alles andere als eine einfache Aufgabe, wie wir wissen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, muss man sich auch damit auseinandersetzen, unter welchen Rahmenbedingungen man denn Nachhaltigkeitsinhalte vermitteln kann oder auch welche Charakteristika aus Sicht dieses gesamtinstitutionellen Ansatzes die eigene Hochschule beispielsweise hat oder die eigene Lehrform hat. Und da hatten wir hier an der WBH uns schon 2019 mit dem eigenen Wissenschaftsforum Gedanken dazu gemacht, Nachhaltigkeit in der Fernlehre, haben das auch in Publikationen weitergeführt. Und da sind natürlich einzelne sogenannte BNE-Charakteristika relevant. Ja, also manche Dinge machen es uns leichter als Hochschule in diesem gesamtinstitutionellen Ansatz, einen positiven Nachhaltigkeitsimpact zu haben. Andere machen es aber auch nochmal herausfordernder. Und die Dinge, die das Ganze natürlich befördern, in einer Fernlehre oder in einem Studienmodell, in dem die Fernlehre einen großen Anteil einnimmt, ist natürlich das Thema Footprint der Lehre, ja? Ressourcenschonung und Dematerialisierung. Wir haben eben keine großen Hochschulgebäude, die wir unterhalten müssen. Wir haben keine Mensa, wir haben keinen Pendelverkehr, wir haben keine Studentenwohnheime. Also alles sehr, sehr große Infrastrukturen, die man, wenn man sich den Footprint von einem Studium ansieht und bewertet, auch entsprechend mit einbeziehen müsste. Wir haben gewisse Vorteile im Bereich Inklusion und Barrierefreiheit. In der Fernlehre, in der Online-Lehre können Sie auch Zielgruppen erreichen, die vielleicht auf dem Land wohnen und nicht in die Stadt ziehen können oder wollen und damit eigentlich eher von Bildungsangeboten abgeschnitten werden. Aber auch, und das ist das, was die WBH ja auch macht, mit der Zielgruppe der berufstätigen Menschen, die auch in Familienarbeit natürlich entsprechend involviert sind, es hier zu schaffen, in bestimmten Lebensphasen, die nicht dem klassischen Studienmodell oder der klassischen Ausbildung entsprechen, auch noch einen Hochschulabschluss zu machen, ist also auch etwas, was aus Nachhaltigkeitssicht, denken Sie nochmal an diese SDG-Ziele, durchaus einen Vorteil mit sich bringt. Herausforderungen haben wir natürlich, dass wir sagen, okay, wir haben eine gewisse Zielgruppenheterogenität. Also dadurch, dass wir unterschiedliche Gruppen erreichen, unsere Studierenden sind beispielsweise auch älter als der klassische Studi, der nach dem Abitur kommt, ist in ganz anderen Lebenssituationen oder unterschiedlichen Lebenssituationen, haben wir es mit einer gewissen Zielgruppenheterogenität zu tun.
die dann auch adressiert werden will und muss. Und wir müssen, das verbirgt sich jetzt hier unter dieser Überschrift, auch ganz sorgsam mit der direkten Interaktion umgehen, die wir haben. Ja, Fernlehre, Online-Lehre profitiert ja oder zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie asynchron stattfindet. Also dass der 1-zu-1-Kontakt, der zeitlich parallele 1-zu-1-Kontakt zum Lehrenden eher seltener der Fall ist. Weil sie sollen ja dann lernen können und sich dann bilden können, wenn es gerade in ihr Konzept passt. Gerade im Bereich Nachhaltigkeit, wo es auch darum geht, Dinge zu diskutieren, auch einen Diskurs anzustreben, eine Partizipation zu erreichen, ist es aber wichtig, dass auch trotzdem dieser Austausch stattfindet. Und deshalb müssen wir diese Formate, die wir haben, diese synchronen Formate entsprechend gestalten, aber natürlich auch die asynchronen Formate entsprechend gestalten. Ja, ich habe Ihnen, wie schon angekündigt, ein paar Beispiele mitgebracht aus dem sehr bunten Themenfeld der Lehrformate Bildung für nachhaltige Entwicklung. Zum einen ein Sustainability-Pub-Quiz und ein Serious-Games-Ansatz, dem man hier den Bereich Gamification zuordnen kann. Also Gamification, man versucht, ernste Inhalte, bei Nachhaltigkeit geht es eben auch oftmals um ernste Inhalte, eher spielerisch zu vermitteln. Oder man versucht, bestimmte Basics im Bereich Nachhaltigkeit auch spielerisch zu vermitteln, sodass sie hängen bleiben. Dann ein anderes Thema, Entrepreneurship, Unternehmergeist wecken und neue Themenfelder erschließen. Wie kann man es also schaffen, dass sich Studenten mit einem ganz neuen Themenfeld auseinandersetzen und dort auch als Unternehmer und Unternehmerinnen zumindest fiktiv tätig werden? Und letztes Beispiel ist dann, wie schon angekündigt, aus dem Themenfeld Sustainability Literacy vermitteln. Also diese Sprechfähigkeit, ja, Literacy eigentlich, man kennt es aus dem Bereich der Climate Literacy, sich mit einem komplexen Gegenstand auseinanderzusetzen, darüber zu diskutieren und dann auch die Schlüsse zu ziehen. Da haben wir ein Format, das sogenannte Transformator, den ich auch noch kurz vorstellen möchte. Bevor ich mich da jetzt vertiefe, gucke ich mal kurz auf die Uhr, aber ich glaube, ein bisschen haben wir noch. Gut, starten wir oben mit Gamification. Das ist mit Sicherheit auch das einfachste und niederschwelligste Beispiel. Ich bräuchte bitte nochmal einen Klick. Jawohl, genau. Also deshalb niederschwellig, weil das auch sehr haptisch war. Ja? Da war nicht viel Technik dahinter. Das war einfach ein Pub-Quiz, das ich noch vor der Corona-Pandemie, da konnte man sowas tatsächlich noch einfach machen, in einem Irish Pub in Mannheim gehalten hatte. Mit 3 Runden. Ich hatte vorher die Teilnehmer gefragt, ob sie sich mit Nachhaltigkeit auskennen, ob sie die SDGs kennen. Da gab es übrigens keinen, der die Hand gehoben hat. Und war danach doch recht stolz, dass die Teilnehmer alle mit diesem Grundwissen den Abend verlassen haben. Ja, zumindest augenscheinlich. Um was ging es da? Also am Anfang war es ein Gruppenquiz. Da habe ich die Teilnehmer antreten lassen gegeneinander mit 7 Fragen, 25 Minuten. Da wurden grundlegende Themen abgefragt, also das, was wir gerade über Karlowitz gehört haben oder über die SDGs oder über das Thema Unternehmensverantwortung, Corporate Social Responsibility. Es war also ein Lückentext. Es ging auch darum, mal so im Siegeldschungel einzelne Nachhaltigkeitssiegel oder Bio-Siegel bestimmten Aussagen zuzuordnen. Und in der zweiten Runde gab es dann eine Fragerunde zum Thema Schnellschätzen mit Daten und Fakten zum Thema Nachhaltigkeit, also zum Beispiel zur Klimawirkung von Methan, zum Wasserfußabdruck von unserem Steak oder von einer Tasse Kaffee, etc., sodass man dort also über eine Schätzfrage im Wettbewerb die Teilnehmer ganz gut erreichen konnte. Besonders schön, das war meine Lieblingsübung und auch die, die eigentlich am einfachsten vorzubereiten war, war dann die SDGs pantomimisch darstellen zu lassen. Ihr könnt sich vorstellen, am Ende eines Abends in einem Irish Pub natürlich ein Riesengaudi, hatte aber wirklich den Effekt, dass bei den Leuten diese SDGs auch hängen geblieben sind. Ja, also der Sinn und das Ziel, das zu erreichen war, konnte auch erreicht werden. Parallel hatte ich in dem Pub dann noch angeboten, sogenannte Serious Games zu spielen. Da gibt es unterschiedliche Apps auf dem Smartphone. Das ist schon wieder 2 Jahre alt, also von dem her gibt es dann nochmal aktuellere. Zum Beispiel, dass man sich spielerisch bewegt wie ein Teilchen durch die Atmosphäre und also versucht, den CO2-Molekülen, also als Infrarotstrahl, den CO2-Molekülen auszuweichen. Und je nach Jahr, in dem man das, in welchem Szenario man das spielt, war also die CO2-Intensität in der Atmosphäre höher und es wurde immer schwieriger und der Treibhauseffekt stieg an. Ja?
Und da hatte ich so 3, 4 Spiele rausgesucht aus verschiedenen Themenfeldern. Einmal ging es auch um Arbeitsbedingungen. Und die konnten dort dann Test gespielt werden. Anderes Beispiel aus dem Bereich Unternehmertum, ein Entrepreneur-Case, den ich mit 2 Kollegen, einer Kollegin und einem Kollegen Anfang diesen Jahres betreuen durfte, im Programm Erasmus Plus, also mit einer Gruppe von internationalen Studierenden. Da ging es um die Themenstellung, dass ICT-Experts, Informatiker, IT-Studierende, sich mit Business-Case-Entwicklung, mit Geschäftsmodellentwicklung auseinandersetzen sollten. Und wir haben also dann explizit den Nachhaltigkeitszugang gewählt. Und unsere Studierenden haben dann ein Geschäftsmodell entwickelt, wie IT-gestützt Insect Farming, also Insektenzucht, betrieben werden kann. Deshalb hier der Titel auch Smart Insect Farming. Die Fragen, mit denen sich die Studierenden auseinandersetzen durften in diesen 3-monatigen Prozess, war zuerst mal, was ist denn Entomophagie, also die Nutzung von Insekten für den menschlichen Verzehr oder auch für die Viehzucht. Ich erinnere da nochmal an unseren Themenabend von vor 2 Wochen, da waren solche Themen auch entsprechend vertreten. Was ist das überhaupt, warum ist das ein Zukunftsfeld, warum macht es Sinn, hochwertiges tierisches Protein eben nicht nur vom Schwein und nicht nur vom Huhn und vom Rind zu gewinnen, sondern auch aus Insekten, gerade aus Nachhaltigkeitssicht. Was sind die politischen Rahmenbedingungen dafür? Ja, was sind auch beispielsweise durch den European Green Deal entsprechende Grundlagen oder Horizon Europe, die dort gelegt werden? Und dann schließlich natürlich besonders interessant für die ITler, die beteiligt waren, welche Lösungsansätze gibt es denn? Und da hatten wir also den Lebenszyklus vom Mehlwurm gewählt, von dem schwarzen, neben gelben Mehlkäfer, Tenebrio molitor heißt der. Mehlwurm kennen Sie alle, das ist aber im Endeffekt nur die Larve. Und anhand dieses Lebenszykluses hatten die Studierenden sich dann ein Geschäftsmodell überlegt, wie sie über Bilderkennung und künstliche Intelligenz doch die Zuchtbedingungen entsprechend hier optimieren können oder optimieren helfen können. Hintergrund ist der, das ist in Europa noch relativ neu, es ist relativ teuer, eine Insektenzucht zu betreiben. Der Automatisierungsgrad ist noch etwas geringer, ist aber auch nicht nachhaltig, die ganzen Tiere aus asiatischer Zucht dann entsprechend einfliegen zu lassen. Also das ist gerade so ein Geschäftsfeld, das entsteht oder ein Markt, der entsteht. Und die Studierenden haben dann also ihr eigenes fiktives Unternehmen gegründet. Inspire Insect hieß das, Insect Farming with Ease. Und haben sich Gedanken gemacht zu einer Diagnose-App, zu einer Steuerungs-App, wo dann eben auch über KI bestimmte Erfolgsfaktoren, je nachdem wie die Tiere gefüttert werden, zu welchem Zeitpunkt man erntet, wie viel man erntet, dass dann dort auch Handlungsempfehlungen gegeben werden. Letztes Beispiel, ich habe es überschrieben mit dem Titel Sustainability Literacy, ist die Veranstaltung Transformator, eine Veranstaltung, die auch seit gut einem Jahr jetzt stattfindet, hier an der WBH, wobei an der WBH heißt eigentlich auch virtuell, gemeinsam mit der Hochschule Kaiserslautern. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die findet alle 3 Monate statt. Und Grundgedanke war dort eigentlich, dass wir festgestellt haben, in den klassischen Vorlesungsinhalten gibt es manchmal zu wenig Platz für eine Diskussion zu aktuellen Nachhaltigkeitsthemen. Darum haben wir dann dieses Format entwickelt. Das wurde dann auch vom Stifterverband in der Reihe Smart qualifiziert, ausgewählt als Ansatz. Und die Idee dahinter ist eben zum einen, Informationen und Sensibilisierung zu erreichen, Reflexion, Verständnis, bis hin dann eben auch zur Fähigkeit, sofern die nicht schon da ist. Also die meisten Teilnehmer bringen die natürlich auch schon mit, aktiv mitzudiskutieren und aktiv bestimmte Fragestellungen zu hinterleuchten. Welche Fragestellungen sind das? Bei den Quartalsveranstaltungen hatten wir jetzt tatsächlich 5. Los ging es vor einem Jahr, damals unter dem Eindruck der Flut im Ahrtal. Klimaschutz versus Klimafolgenanpassung, eine recht interessante Diskussion. Wir haben ja auch immer ein Padlet, das ist eingeblendet, die sogenannte Transformator-Pinnwand, wo wir einen Faktencheck anbieten. Also da können die Studierenden oder die Teilnehmer ihre Fragen einstellen. Und das wird dann Ganze nochmal hinterleuchtet. Hintergrund ist der, dass natürlich oftmals auch Fakten nicht ganz so wissenschaftlich oder zum Teil auch in der Presse etwas verzerrt dargestellt werden. Dann ging es weiter, haben wir zurückgeblickt auf die Weltkonferenzen, die es letztes Jahr gab zum Thema Klima. Ja, die diesjährige Weltkonferenz steht ja wieder bevor. Und auch zur Biodiversitätskonferenz. Anfang des Jahres, das war sehr schön, das war eingebettet auch in die Darmstädter Tage der Transformation. Auch ein Hybridformat, hatten wir dann eine Auseinandersetzung mit
dem Koalitionsvertrag, also 100 Tage Ampelregierung, was sind denn die Signale für die Transformation? War insofern schwierig, weil da kurz vorher ja auch der Krieg in der Ukraine losging und sich schon abgezeichnet hat, dass viele der Punkte, wir kennen das jetzt, ja, Atomstreit wurde gestern ja erst beendet oder zunächst mal beendet, sich schon anders darstellen. Dann ging es im Sommer um das Thema Energiesicherheit in Deutschland, Zukunft unserer Gasversorgung und schließlich dann nach dem Sommer der Extreme vor ein paar Wochen am Hessischen Tag der Nachhaltigkeit um das Thema Klimaanpassung. Das ist also immer sehr schön, weil man zu den Themen entsprechend diskutieren kann. Wir versuchen das auch möglichst interaktiv zu machen mit Quizzes, mit Padlet-Runden, mit Breakout-Sessions etc., um dort die Teilnehmer eben möglichst gut auch abzuholen. Was sich daraus entwickelt hat, und das ist, denke ich, nochmal etwas Besonderes, sind auch einzelne Arbeitsgruppen. Also zwischen diesen dreimonatigen Veranstaltungen, zu denen man niederschwellig kommen kann und danach auch wieder nicht mehr kommen kann, haben wir auch mittlerweile Teilnehmer, die dauerhaft mit uns im Austausch stehen. Da haben wir so ein kleines Netzwerk mittlerweile aus 4 Arbeitsgruppen. Das sind von Studierenden über Dozentinnen und Profs und Externen unterschiedliche Personen, die dann an Themen arbeiten, wie beispielsweise eine Auseinandersetzung mit diesen Nachhaltigkeitssiegeln, was ich vorhin schon mal gezeigt hatte, oder mit dem persönlichen Carbon Footprint. Und einen Vertreter haben wir auch drin, einen Vorstand von einer Bürgerenergiegenossenschaft, der also dort auch so im Gründungsprozess im Endeffekt das mitgeschildert hat. Ist also immer recht spannend. Also wenn da jemand von Ihnen Interesse haben sollte, sind Sie herzlich eingeladen. Einfach eine E-Mail schreiben und dann können Sie gerne da mit dazukommen. Ja, das Ganze ist auch eingebettet in ein Hub, innovative Lehr- und Lernformate für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das eine Kollegin und ich begleiten bei DG Hoch N, der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen. Da gibt es also auch regelmäßig Austausch. Dort werden dann auch gute Beispiele immer wieder vorgestellt aus diesem Themenfeld BNE. Last but not least, Nachhaltigkeit an der WBH. Ganz kurz, wenn Sie sich informieren möchten. Wir haben eine kleine, wenn auch etwas versteckte Unterseite auf unserer Homepage, wo Sie unsere Nachhaltigkeitsstudiengänge sehen, wo Sie auch sehen, was wir im Bereich Forschung dort machen. Wir sind seit gut einem Jahr auch Mitglied bei dieser Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen, versuchen uns in diesem gesamtinstitutionellen Ansatz auch auszurichten. Als Hochschule im Klett-Konzern profitieren wir auch davon, dass Klett aktuell in seinem Jubiläumsjahr das Thema Nachhaltigkeit nochmal nach oben gerückt hat. Ich habe auch das Vergnügen, sogenannter BNE-Botschafter zu sein für die WBH im Klett-Verbund. Und das Spannende am Klett-Konzern ist eben, dass man dort mit Kolleginnen und Kollegen im Austausch steht, dann tatsächlich von der Kita über Verlage bis hin zu Fernschulen und Hochschulen. Und da arbeiten wir dann gemeinsam an diesen Themen. Wenn Sie es noch ausführlicher wollen, können Sie gerne klicken. Bei Fernstudium check.de über YouTube finden Sie entsprechend, oder Fernstudium Infos, Entschuldigung, ein Interview, das vor ein paar Wochen auch aufgezeichnet wurde mit mir. Gut, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine Diskussion.